Als nächstes können wir tatsächlich unser Mulchfell ein bisschen verbessern. Ja, wir müssen schon eine Kiste und Trichter unterstellen. Sonst lohnt sich das nicht. Ich habe doch hier noch ganz viel Holz. Kann man aus daraus also ganz viel Holz machen. Ganz viele Kisten. Und ganz viele Trichter. Da brauchen wir eine Kiste für, ne? Genau. So, jetzt mal eine Kiste daraus machen. Gut. Hier nehme ich kurz. Setze ich hier hin. Hier kommt eine. Da muss ich erstmal so machen. Kiste. Setze hier ran. Jetzt kommt der wieder dahin. Jetzt könnte ich hingehen und sagen, wenn ich hier einen Kast habe, soll es da reingehen. Und dann geht es auch in diese Kiste. Und auch hier. Das, was sein ist, soll auch in diese Kiste gehen. Dann brauchen wir mal 4 Gold. Ach, ich habe ja gar keine Smelterie hier mehr. Ist aber nicht schlimm, dann brauchen wir mal 4 Ingots. Dann nehmen wir Eisen. Nee, nehmen wir 10, darf man auch. Vielleicht brauchen wir das jetzt nicht ganz so oft. Geh jetzt hier hin und schmeißen mal Gold mal hier rein. Dörfchen. Ach doch, ich muss die Vorlagen hier rausnehmen, hätte ich was gesagt. Das ist ja auch leer. Nehmen das, schmeißen da unsere Ingots rein. So. Jetzt machen wir eine neue Form draus. Das war jetzt ein bisschen blöd. Eine habe ich. Wir brauchen nochmal 2 Gold. War ein bisschen voreilig. Da rein. So, jetzt habe ich hier. Achso, das ist ja normal, dass sie bleibt. Das geht ja nicht unten rein. Ach ne, die muss ich jetzt rausnehmen. So, Goldschmitz einmal durch. Ups, das war jetzt blöd. Ich muss aufpassen, ich regeneriere ja jetzt gerade nicht. Jetzt wieder, aber ich muss aufpassen, wenn ich aufklatschen würde, würde ich sterben. Und was runterfallen. Solange bis wir volles Leben haben. Wenn er wirklich gesättigt ist, geht es ganz schnell. Ja. Wie gesagt, man überlebt mit einem halben Herz, wenn man voll regeneriert ist. Da ich das ja gerade nicht bin, muss ich aufpassen. So, komm. Jetzt kann ich wieder aufklatschen. Oder. Er wollte einfach das halbe Leben nicht regenerieren. Gut, wir verlieren eh nichts. Ich habe nur, vielleicht kann ich es ja sein lassen. Man muss nicht sterben. Na gut. Die Casts sind fertig. Nein, sind sie nicht. Weiß nicht, wie geklappt hat. Also muss ich nochmal ein Gold nehmen. Nochmal hier reinwerfen. Wenn es gehen würde. So geht's. Ich stelle mal kurz aus. Der hat ja die ausgestellt, aber gut. Vielleicht klappt das ja auch so. So, wann schmilzt der? Der schmilzt jetzt. Gut, es klappt so nicht. Denn es ist egal. Ach komm, ich will es jetzt schon ordentlich haben. Dann muss ich noch was abbauen. Und dann setzen wir gleich hin und dann haben wir es gleich geschafft. Gut, das mit den Kisten muss ich eben anders machen. Das vielleicht unterirdisch mit den ganzen Pipes oder so vielleicht funktioniert. Das gibt es ja auch. Dass sie da abtransportiert werden. Und dann ins Kistensystem da hinten rein. Das ging ja auch. Wir haben noch einiges vor. Ob ich das noch alles in diese Aufnahme machen oder nicht. Ob ich das Projekt am Ende, das weiß ich eben wie gesagt noch nicht. So, hier machen wir auch wieder auf 5 und 5. Die Redstone-Lampe ist an, die auch. Rein wegen der Optik würde ich sagen, kann ich das ja nehmen. Und hier hinsetzen. Könnte ich. Problem ist nur, wir brauchen noch den hier. Den wir hinsetzen. Das kann das Ganze nicht klappen. Da kommt, bauen wir ab. So, auch wieder auf 5. Und 5. Jetzt laufen hier die ganzen Ingots raus. Sieht vielleicht ein Tick ordentlicher aus. Bauen wir kurz zu. Was können wir da lassen? Jetzt schmeißen wir die nächsten Sachen rein, was wir alles so haben. Ist eigentlich egal, was wir reinwerfen.
Was haben wir noch so? Wir haben, wie gesagt, wir brauchen eigentlich nur die Ingots. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn wir Osmium vielleicht noch machen, wenn wir noch was haben. Ja, nur die Acorns oben. Hier noch ein bisschen was, nehme ich tatsächlich nochmal. Das kann man eigentlich so reinwerfen. Ich kann es aber zusammen craften. So, Ember. Nochmal 30 Stück. Da es jetzt ein bisschen schneller geht, kann ich auch alles auf einmal reinwerfen hier. Jupp, liegt drin. Als nächstes können wir sagen, wir nehmen noch ein bisschen Eisen. Das kann man auch mal gebrauchen. Ich glaube, wir dürfen nicht mehr so viel haben. Hier haben wir keine kein Resin mehr. Machen wir dann weiter mit Gold, wenn wir es noch hätten. Also hier haben wir auch kein Gold mehr. Ja, das habe ich die ganze Zeit zusammengecraftet. Das Nickel können wir aber machen. Wir räumen jetzt ein bisschen Insel auf und können gleich sogar noch ein bisschen weitermachen, dass wir unseren Mulch mal ein bisschen upgraden. Das wollte ich auch noch machen. Da habe ich extra mal nachgeguckt, wie man das am besten machen kann. So, hier hingehen. Einmal Ember draußen machen. Also machen wir nochmal. Einmal können wir nochmal. Zumindest ein bisschen. So. Als blöd kriege ich das eigentlich wieder oder ist das dann weg? Das kriegen wir sogar wieder. Wir können jetzt hingehen und sagen, wir machen es mit einem Trichter. Dann verschwenden wir wenigstens nichts. Jetzt geht es nach und nach da rein. Ja, kann man mögen, muss man nicht unbedingt mögen. Ich mache es erstmal so, damit es ein bisschen hübscher wieder aussieht. Setzen die Kiste oben rauf. Schmeißen die Sachen rein, die nach und nach reinrutschen sollen. Dann machen sie es jetzt auch. Brauche ich eigentlich noch ein paar Steine dafür. Aber gut. So, wir können noch gucken, ob wir noch ein paar Fights hier haben. Ich mache mal kurz alle auf, wenn ich da dran war. So. Wir haben auf jeden Fall ganz viele Ingots. Ich würde sogar einen Ordner machen, wo wir die ganzen Ingots reinwerfen können. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Da war irgendwas mit Files. Refilling. Refilling. Real. Muss ich schreiben können. Real. Filling. Boah, lass ihn einfach so. Und wir haben noch die Folders, aber keine Kabinetts mehr. Wir brauchen Iron Bars. Und wir brauchen eine Kiste, glaube ich, oder? Ich glaube ja. Da. Keine Kiste mehr. Schnell welche machen. Jetzt habe ich die Dateien noch. Gut. Also, die Kiste. Mach ich mal 4 Stück. Wir haben ja ein bisschen was hier. Kommen wir auch nochmal zu. Tja, ich wollte es ja auch noch ein bisschen woanders hinsetzen. Kann ich die nehmen? Nein, ich könnte sie nicht nehmen. Das heißt, ich müsste sie sogar einzeln umsetzen. Ja, ich wollte ja noch einen zweiten Raum machen. So einen Maschinenraum. Wo ich die ganzen Sachen reinsetze. Könnte ich vielleicht sogar hier machen. Wenn wir das anbauen. Wisst ihr was, wir machen es anders. Wir werden jetzt noch ein bisschen Gravel, denke ich, ein bisschen Clay sammeln. Wenn wir noch ein bisschen was anbauen können, so einen kleinen Maschinenschuppen. Wo wir die ganzen Vorräte reinpacken. Das sieht man auch von hinten kaum, wenn das so ist. Und wenn es so ist, dann ist es ein Pech. Also mit hübsch dekorieren. Von daher schmeiße ich alles rein, was ich habe gerade. Problem ist, ich habe überhaupt keinen Platz. Wir haben ja schon gesehen, Kisten haben wir auch nicht. Donuts kann ich auch nicht nehmen. Rüstung haben wir. Wir haben ein bisschen Diamant. Nickel. Ich hatte gerade Nickel gehabt, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Aber was man machen könnte. Das Ding füllt sich auch. Ich schmeiß mir jetzt hier meine restlichen Sachen rein. Schauen wir mal, wir brauchen auf jeden Fall neuen Mulch. Ist ja auch ein Advancement noch. So, diesen Mulch haben wir den auch. Ember Mulch wäre das nächste. Wachstumsrate 200%. Schaut auf 170, der Drop. Wir brauchen Biofuel, Yellow Mulch und Substrate. Substrate bekommen wir von PRC. Schmeißen wir uns raus. Bedeutet, wir brauchen die Maschine. Machen wir die mal. Wir brauchen Stahl. Enrichment Alloy. Diese Dinger. Fangen wir an mit Stahl. Stahl könnten wir sogar in der Smelterie jetzt machen. Oh, das war blöd. So. Stahl könnten wir in der Smelterie herstellen. Oder im Ofen, aber wir können mal kurz gucken hier.
aus was ich das bekommen würde. Glaube ich zumindest. Genau, aus Eisen und Kohle könnte ich Stahl herstellen. Also gehen wir heran. Holen uns ein bisschen Eisen. Einmal die Hälfte und ein bisschen Kohle. Haben wir tatsächlich gar nicht mehr. Doch, haben wir. So, das reicht. Wir wollen Kohle. Das können wir hier rein. So, wie lange dauert das noch? Okay, da ist nichts mehr drin. Okay, 44 werden noch drin. Ja, ich nehme die mal raus. Warte kurz, bis die durchgelaufen sind. Das dauert auch nicht so lange. Aber doch, das dauert noch lange. Ja, es geht aber schnell eigentlich. Wir können ja schon mal... Macht es Sinn, Eisenkohle einzulegen? Ich meine, das wird sich eh formen, beziehungsweise transformieren. Blank Cast. Ich weiß nicht, wozu ich das bräuchten könnte. Gut, ich kann es mal wieder schmelzen. Das rausnehmen. Die auch mal hier rein. Ja, langsam werden wir die Kisten aufräumen und auflösen. So, das dürfte leer sein. Ja, genau, das ist leer. Unser Tier steht schon auf Advanced. Mit 11% haben wir jetzt die Chance, Pristin zu bekommen. Da ist ein bisschen was drin. Wir brauchen noch ein bisschen Polymer. Ich hole mir mal die andere Bedienung. Die Storage Remote, wo man craften kann, denn wir sind ja in der Nähe. So. Polymer. Was machen? 1, 2, 3, 4 machen wir mal. Jetzt ist das wieder voll, kann ich es hier reinlegen. Weiter geht der Scheiß. Oh, das Ding ist leer. Wir haben also bald auch keinen Strom mehr. Aber ich brauche nochmal ein paar Apples. Haben wir noch genug von? Rein damit. Wir Strom erzeugen. So, das Ding wird langsam leerer. Ja, jetzt kann ich nämlich reingehen. Und mal sagen, ich möchte... Ja, komm, mach die Hälfte hiervon. Und die Hälfte hiervon. Wenn ich jetzt hier richtig guck, müsste so funktionieren. Wenn das Nickel raus ist, der Nickel, das Nickel, weiß ich gar nicht. Dann müsste daraus gleich Eisen, Stahl kommen. Das geht auch in den Cast. Da ist die Kohle schon. Kohle geht natürlich schneller als Eisen, aber gut. Und vor allem, wenn wir Enderperlen haben, ist mir eingefallen, den einen Tag, was wir machen wollten. Da können wir nicht ganz viel automatisieren und teleportieren und alles. War auf jeden Fall interessant. So, schmeißen wir ein bisschen Kohle nach. Nickel ist gleich raus an dem Block. Auf jeden Fall ganz viel Nickel wieder bekommen. So, jetzt ist Kohle Invar. Oh, hier ist auf jeden Fall Stahl. Jetzt haben wir Invar gemacht. Invar kriegen wir, glaube ich, aus Eisen, Nickel und alles so. Eisen und Nickel, ja, okay, jetzt weiß ich, warum wir Invar gemacht haben. Ist aber egal, kriegen wir trotzdem raus. Invar war sogar auch ein Sapling, glaube ich, den wir machen mussten. Nee, Invar kam nicht als Sapling gekommen, hätte mich auch gewundert. Tausche ich das gerade. Na gut, so, wir haben jetzt hier Eisen drin. Nur so wenig Eisen. Okay, jetzt wird schon Stahl gemacht, das ist gut. Spaß noch ein bisschen Kohle hinterher. Und ein bisschen Eisen nochmal. Lava kommt brauchen wir gerade nicht mehr. Gut, jetzt haben wir ganz viel Stahl. Als nächstes brauchen wir Enrichment Alloy. Enriched Alloy. Mit Eisen in Metallurgic Infuser. Der ist hier. So, ein bisschen was drin. Natürlich ein bisschen Eisen, glaube ich nicht mehr, ne? Ne, ich habe ja gar nichts mehr drin, aber hier noch ein bisschen Eisen. So, ich brauche noch ein paar davon. Strom brauche ich auch wieder. Wie gesagt, ich muss auch vielleicht noch eine neue Energiequelle packen. Generator, der Strom machen würde. Biofuel Generator. So toll ist er gar nicht. Plastik müssen wir auch demnächst, oder kriegen wir demnächst. Okay, Batterie ist viel zu teuer. Solarenergie. Tablet ist gar nicht so. Solarpanels. Könnte man auch bald mal angehen. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Ein bisschen was bringt das schon. Also man kann auf jeden Fall einiges an Energie machen. So, jetzt schmilzt das Ganze. Ist fertig. Ich würde sagen, machen wir weiter mit, wenn es raus ist. Ja. Hier ein bisschen Stahl. Müssen auf jeden Fall gucken, dass wir alles rausbekommen. Ich frage mich gerade, warum das nicht funktioniert. Warum nur hier was rausfließt. Achso, weil hier cool ist, was sicher ist jetzt.
Ich schmeiße ein bisschen Nickel wieder rein, kann das dann weiter durchlaufen. So, zwei Stück haben wir, brauchen bestimmt noch mehr. Brauchen wir noch was? Nein. Reicht, glaube ich, zweimal. Jetzt craften wir ein bisschen. Wir brauchen Basic Control Circuit. Osmium. Da rein. Osmium. Nehmen wir mal das hier raus. Nimm die Maschine mal. Ne, hier habe ich noch so einen Generator. Wollte schon sagen, einen müssen wir noch haben, weil wir die Maschinen abgebaut haben. Schmeiß mir rein. Redstone ist auch noch drin. Mal weiter, wir brauchen noch so ein Steel Casing. Dann haben wir, glaube ich, gar nichts mehr im Inventar gerade. Ne, wir brauchen alles. Wir brauchen Glas, Stahl und Osmium. Habe ich noch Glas? Ne, nicht mehr wirklich. Muss noch ein bisschen Sand brennen. So, nehmen wir alles jetzt raus. So, Sand. Da haben wir Sand. Teile es auch noch alle auf. Währenddessen müsste hier schon was weiter passiert sein. Die weiteren Items. Komm, lass mal durchlaufen. Wir haben es ja.